Was ist das hier? Doch nicht Level 2, oder? Wie das Game... Golem Dungeon Level 2. Wie das Game bisher ist, es macht mir sehr viel Spaß. Ich find's cool. Da ist eines der seltsamen Geräte, die die Kreatur hat fallen lassen. Weißt du, was ein Goldesel ist? So ungefähr funktioniert dieses Teil. Jeden Gegenstand, den man da drauf platziert, verwandelt es in Gold. Super praktisch, wenn man etwas Gold für den Anhänger benötigt. Es sieht wie ein Spiegel aus, also nenne ich es einfach Spiegel. Je einfacher, desto besser. Ich frage mich allerdings, wohin die Dinge verschwinden, die man mit Hilfe des Spiegels in Gold umwandelt. Und kriege ich bei dem Tauschgeschäft überhaupt genug raus? Gute Fragen. Ach, jetzt kann ich da unten... Ja, genau. Hm, ist auch niedlich. Ist echt cool gemacht. Der Dachs wartet auch schon sehnsüchtig darauf, dass es morgen rauskommt. Es ist cool gemacht, weil du gehst ja halt in die Dungeons rein, sammelst dir diesen ganzen Loot zusammen und du hast dann so einen kleinen Laden und da kannst du den Krempel dann verkaufen, musst du Preise einstellen und so. Du hast mir auf die Wunschliste bei Steam gesetzt, ja. Die muss man auch ab und zu mal aufräumen, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Okay, da kriegen wir Gold raus. Aber der Hinweis mit dem, ob man genug rauskriegt, ist natürlich berechtigt, ne? So, jetzt geht hier alles uff, aber das werde ich nicht machen. Wir gehen zurück. Wir werden zurück in die Stadt gehen. Das kostet 300. Ach so. Au, Heilige. Also der Anhänger kostet uns Geld. Das habe ich eben total verrafft. Dass der uns Geld kostet. So, dann schmeißen wir mal alles in unser Trüchchen. Was ist das denn hier? Golemfibel. Gießereireste, kaputtes Schwert. Einfach erstmal alles rüber. Blub, 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 blub. 21 Titel sind drauf bei dir. Oh, bei mir sind es, glaube ich... Ich weiß gar nicht. Soll ich mal gucken? Soll ich mal heimlich gucken? Warte mal. Steam? Wo ist die denn hier? Da. Ich benutze die App so selten, nur zum Spiele spielen. Ich gucke sonst in meinem Browser. Aber ich, wie gesagt, man muss sie aufräumen und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe es lange nicht mehr gemacht. So, gut. Ich würde gern nochmal ins Dungeon direkt zurückgehen. Oh, was ist das denn hier? Da gibt es... Ach, guck mal. Stimmt. Investitionen, nee. Ach so, wir können jetzt hier Investitionen tätigen. So, das hätten wir uns doch eben leisten können, ne? Das sind Gegenstände. Ich verstehe das nur noch nicht mit Stadt oder, weil hier, wenn ich Shop mache, ach so, dann starten wir hier. Nicht, ach so. Ja. Gewonnen. Sollen wir das mal machen hier? Obwohl, nee, warte, wir gehen noch einmal ins Dungeon rein. So, platsch. Hm, ich troll gerne mal, alles klar. Kappa, Kappa, troll dich selber. Komm, wir farmen nochmal Level 1 hier. Was zum Teufel? Wah, wah, wah. Geh weg. Ich troll.
troll hier gar keinen. Ich werde immer getrollt. So sieht das nämlich aus. Plutsch. So. Wir fahren jetzt nochmal kurz, ne? Und dann werden wir nämlich... Das haben wir schon gelesen, oder? Warum verschwinden unsere Geräte? Ja. Du bist in Kleiner Leia. Nein, bin ich gar nicht. Bin ich gar nicht. Du lügst nämlich jetzt. Du lügst nämlich jetzt gerade. Was kaputt machen hier? Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal nämlich die Stadt ein bisschen aufrüsten, damit wir uns auch Heiltränke wieder kaufen können. Oh, ist das denn hier? Eigentlich recht angenehm. Diese Viecher. Was? Nix gedroppt? Was war das denn? Na? Au! Ich spring direkt rein. Ich bin so ein Pro. So ein Pro. Wir können jetzt eigentlich auch mal Level 2 gucken. Mit den HP geht das. Aber wir kommen nicht mehr hoch, ne? Ah, wir kommen nicht mehr hoch. Aua. Alter. Heiltrank wäre echt geil jetzt. Ach, das sind wieder diese Items, die man nur öffnet, wenn man das Dungeon verlässt. Ist das ein Schwert da? Oh, kaputt. Ich würde ich niemals tun. Gib dir Mühe. Ja, ja. Baldur's Gate. Kennt ihr Baldur's Gate? Ja, ich kenne Baldur's Gate. Es ist, als würden wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen. Also nicht Baldur's Gate, ne? So hier. Jedes Mal, wenn sich niemand mehr in einem der Räume befindet, verschwindet er. An einer Stelle finden wir dann einen identischen Raum, der völlig leer geräumt wurde. Cool. Hui, heilen wir uns mal. Baldur's Gate habe ich damals noch als Jugendlicher gespielt. Tatsächlich. Habe ich gesuchtet. Gesuchtet. Was zum... Na, du bist ja ein bisschen doof. Aber ich habe dann auch mal Pillars of Eternity probiert, was ja auch so ähnlich ist. Tatsächlich, sagt er. Genau, so ein Spiel aus den 90ern mit isometrischer Grafik, sagt Dax. Genau. Pillars of Eternity habe ich probiert, aber irgendwie bin ich da dann nicht so reingekommen. Aber ich habe dem Spiel... Wow, Alter! Ich habe dem Spiel auch nicht... Nein! Nein! Nicht so viel Chancen gegeben bis... Alter, wie weit kann der denn pullern? Ein Heiltrank... Alter. Was? Nein! Ist der inkontinent oder was? Nein! Zum Glück stirbt man nicht komplett, wenn man sich darunter legt, sondern man verliert nur ein paar HP. Nein! Da muss ich keine Sorgen um seine Prostata machen. Nee, das sah wirklich nicht so aus. Wir müssen da nochmal durch. Wir müssen nochmal da durch. Die ganzen Items. Wir starten ja wieder auf Level 2, oder? Nein, Level 1. Och Mann. Wer ist Digi? Da bin ich mir nicht so sicher. Mann, Yoshi. So alt bin ich auch nicht.
So, vielleicht konzentriere ich mich mal einfach auf Level 1. Und wir gehen nach Level 2 erst dann, wenn wir auch ein bisschen besser sind. Nein, der Blibberblobber schon wieder. Er ist meins und ich werde ihn Schwibbelschwubbel nennen. Mann, der ist aber lästig. Das ist aber eine kleine Drecksau. Da unten gehe ich noch nicht rein. Da traue ich mich nämlich auch noch nicht. Oh, die Bodenplatten sind wieder da. Die sind schon wieder halb tot, ey. Das gibt es doch nicht. Okay, der Raum ist aber easy. Jetzt droppt der wenigstens auch mal was. Autsch! Der rutscht immer noch so ein Stück vor. Ab 30 jedes Jahr zur Vorsorge. Komischer Themenwechsel. Echt? Was hat das mit Baldur's Gate zu tun? Seit wann ist denn meine Prostata-Thema im Chat? Hallo? Trinken ist es dann schon echt knauserig, ne? Das hatten wir auch schon, oder? Heute wurden mir wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Nee, genauer gesagt wurde ich von einem lebendigen Stein angegriffen. Kann man sich sowas vorstellen? Ein Stein, der sich von alleine bewegt. Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Lage tun würde. Ich habe ihm eine übergezogen. Er ist auf dem Boden zerbröselt und hinterließ ein steinernes Herz. Ein Kern, wie wir ihn jetzt nennen. Einer der vielen Schätze, die man nur in diesem Dungeon findet. Gefunden bei einer Wache, die man nur in diesem Dungeon antrifft. Jeder der Dungeons sticht durch ein einzigartiges Inneres heraus, als wäre er Teil von einer eigenen Kultur. Cool. Lutsch. Leute. Oh, warte. Ich habe ja hier umgebaut. Geht das? Das geht. So sieht es dann im Chat aus, ne? Ja, ich muss das ganze Dings hier neu belegen. Ganze Stream Deck. Kann ich jetzt einfach auch hier so rausgehen oder muss ich immer... Das ist ja mies, oder? Dass ich nicht einfach hier so rausgehen kann. War schon ein bisschen fies. Ah. Na, dann geht's. So, du Spucki, dann komm mal her. Zack, zack. Was macht er denn? Der hat den hochgehoben. Die klauen Gegenstände. Solche sind das. Ja, sieh mal einer an. Okay, da könnte man ja fies grinden, oder? Was heißt denn der Satz da, den Yoshi da geschrieben hat? Gleich wieder da, mal schnell dampfen, rammeln, da ich gerade lecker überbackenes Gyros gegessen habe. Sehr verstörend. Verkauft man das Zeug einfach so oder macht man was damit? Pass auf. Dann werden wir jetzt hier wieder in die Stadt zurückgehen. Auch wenn es jetzt wieder was kostet. 200. Was ist denn Dampfenrammeln, Yoshi? Dampfenrammeln.
Da muss aber gleich mal hier Antwort und Rede stehen. Dampfen rammeln. So, pass auf. Gleich meint er rammeln dampfen. Der Yoshi. Yoshi ist eine Sie. Obwohl, so, pass auf. Ich werde das nochmal ein bisschen sortieren. Das mache ich, indem ich einfach in diese Truhe hier pfeffer. Und... Oh. Ist voll. Na, ein bisschen geht noch. Und dann schauen wir nochmal rein. Und nee, ich will erstmal hier oben dann noch. Hier können wir auch noch was rein pfeffern, glaube ich. Einwandfrei. Dann gucke ich mal, was wir für ganze Stacks hier haben. Wie zum Beispiel diese Dinger hier. Ich glaube, das ist auch ein Stack. Und die Stofffetzen auch. Ich weiß nicht, ob die Golem-Fibel einzeln ist. Ich denke mal. So. Dann gehst du jetzt hier... Was? Nach dem Essen? Ich musste echt ein Wörterbuch erstellen. Ja, echt. Muss er auch mal machen. Steht mir nur die Hälfte. Bis gleich, Yoshi. Viel Spaß beim Dampfen rammeln. So, und dann gehst du hier hin und sagst, du möchtest das verkaufen, das... Und machen wir mal die beiden. Guck mal, die haben wir schon für 150 vertickt. Das da hinten haben wir für 20 vertickt. Das haben wir noch nicht vertickt, wie es aussieht. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen 10 mal 10, dann ist das 100. Und dann legen wir das da drauf. Und dann öffnen wir den Laden. Gehen wir einfach schon mal in die Kasse. Und gucken mal, was die Kunden sagen. So. Pass auf, der guckt sich jetzt da an und denkt sich so, das ist ja eigentlich ganz okay, nimm ich. Dann geht er zur Kasse, wir sagen, hey, hier, viel Spaß, danke für die Kohle und tschüss. So, sie guckt sich das an, sagt, nimm ich. Ich glaube, der speichert sich die Preise, wofür wir das damals schon verkauft haben. Okay, das eine, hast du gesehen, das war zu teuer, der wird es auch nehmen da. So. Dann gehen wir hier mal hin, dann müssen wir nämlich hier das Ding einen Ticken preiswerter machen. Da würde ich mal sagen, wir probieren es einfach mal in 10er Schritten. Aber währenddessen können wir hier schon mal ein paar Sachen wieder rüberwerfen. Die haben wir auch schon alle eingegeben. So, wieder in die Kasse, mal gucken, was die sagen. Und 90 ist immer noch zu teuer. Das heißt, wir müssen den hier... Nein! Auf jeden Fall nochmal reduzieren. So, da wollen jetzt ein paar Leute kaufen. Kasching! 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 So, 80. Ist 80 okay? Komm, 80 ist ein super Preis. 80 ist echt ein super Preis. So. Warte, wir können noch andere Sachen platzieren hier direkt. Das, das und das. Die Dinger haben wir noch nicht eingestellt. Fangen wir mit 200 an. Und hier auch. Konkurrenzläden, die einen unterbieten. Ich glaube nicht. Aber was durchaus sein kann, das wurde eben im Tutorial gesagt, dass wenn du einen Gegenstand oder eine Art von Gegenstand zu viel verkaufst, dann hat das auch so ein bisschen inflationären Charakter. Das heißt, du kriegst irgendwann nicht mehr viel Kohle dafür. Das heißt, du musst immer seltenere Gegenstände auch sammeln irgendwie. Es wurde aber gesagt, dass andere Läden kommen sollen. Also hier im Tutorial, ne? Nicht irgendwie von, oh, das war gut. Nicht hier vom, von den Entwicklern oder so. Ich bin mal gespannt, wie es sich noch entwickelt. Okay, die Sachen gehen gerade gut weg. Wir haben auch Gewinn gemacht. Wir haben mit 900 noch was gestartet. Jetzt haben wir schon 1300. Und? Oh, er nimmt's. Er kauft Stoff. Er braucht Stoff. Ey, hast du noch Stoff für mich? Klar, hier.
Och, und das ist immer noch zu teuer. Aber guck mal, die haben eben die Dinger für 200 weggekauft, ne? Krass. Vielleicht war ich da zu niedrig.